Das ist unser Fragenlotto. Okay. Du kannst hier rote und grüne Lose ziehen. Die roten sind wirklich gemeine und unverschämte Fragen. Ja. Da haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat reicht. Und die grünen sind total harmlose Fragen. Okay. Würden wir auch normalerweise nicht stellen. Greif zu. Eine rote. Okay, gut. Here we go. Du kannst so viel beantworten, wie du möchtest. Ja. Du musst sie nicht beantworten. Okay. Oh, sie haben mit vielen schönen Frauen zusammengearbeitet. Fällt es schwer, bei so einem Angebot so zu bleiben? Ja, eigentlich gute Frage. Hab mich selbst auch abgefragt. Aber ja, das ist etwas generic. Ja. Man kann, es ist manchmal so, dass Leute sagen, wenn bist du schwul bekommen oder etwas, yeah. das bist du oder nicht. Nicht. Ja, man kann das nicht lernen oder etwas. Ja. Man kann das versuchen. Kommen denn nicht manchmal wirklich Frauen an, die dich bekehren wollen? Ja, die versuchen das. Yeah. Pamela hat auch ein bisschen Hoff, glaube ich, weil wir hatten eine sehr schöne, weil sie ist so eine witzige Frau, so eine intelligent, hè, die ganze Sex-Act von her, ja. Von Pamela ist natürlich ein Act. Ja. Hè, man kann nicht blöd sein, wenn man das vor 20 Jahren bist. Ja. Ja. She's top of the bill. So, ja. Und wir haben eine gute Connection. Aber ja, spätig. Also sie hat es versucht. Sie hat es versucht. Nein, wir hatten etwas von. Wir hatten noch gesagt, war in Holland verwarmt und wir nicht verheiraten. Aber ja, ich habe gerade eine Relation, so ich sollte das nicht machen. Gut. Okay, ich liebe die. Ja? I like the difficult questions. Ja, manchmal sind die Deutschen, die sind nicht so. Sind immer vorsichtig mit Fragen. Ja, ja. Die haben immer Respekt. In Amerika ist es ein bisschen anders. Ja, ne? Genau. Letterman oder so. Ich meine, du warst in allen großen, Leno warst du? Ja, in der Ellen DeGeneres, ja. Fünfmal Ellen DeGeneres. Oh. Ja. Ihre Tricks sind doch sicher so simpel, dass die Menschen sie nachvollziehen könnten, wenn sie sie etwas langsamer vorführen würden. Das ist funny. Nein, das ist nicht so. Der Grund, dass ich das so schnell mache, ist, dass ich alles so langweilig bekomme, wenn man das so lang. Und es macht das ganz nicht einfacher, um es so schnell zu machen, das heißt, wie wir das machen. Wenn du es ganz langsam machen würdest, würde man auch nicht durchblicken, wie das funktioniert. Na, vielleicht. Das ist eine gute. Ja, das ist nicht eine schlechte Idee. Ich sollte das natürlich niemals machen. Aber ja, ich glaube, wenn ich das langsam mache, dass man etwas mehr verstehen kann. Ja. Ja, ja. Aber das machen wir nicht. Du kannst auch irgendwann sagen, so, jetzt reicht's mir. Ja, wir machen jetzt eine Krone. Brrr. Sie sind 2004 durch China gereist mit Ihrer Show. Wie ist es Ihnen gelungen, eine so fremde Kultur zu begeistern? Das hat mich auch abgefragt, weil in China ist das Niveau von Zirkus und Magie so hoch. Das ist top of the bill. Und da hat ich gedacht, ja, warten die auf Hans Klok. Aber die waren so begeistert von unserer Präsentation. Was ist natürlich so. Ja, der Show drumherum. Ja, wir sind für die Chinesen exotisch. Ja. So, ja. Das war ganz erfolgreich. Also du musstest dich nicht drauf einstellen, oder? Nein, absolut nicht. Ja. Nein. Ich habe meine Show gemacht, wie ich das überall gemacht habe. Und ja, die finden das toll, dass wir haben eine Präsentation. Und die Chinesen sollen das niemand selbst so machen. Die haben mehr. Ja, das ist die Kultur, man kann das nicht vergleichen. Ja, ja. Ja, das finde ich auch toll, wenn ich die Chinesen sehe im Zirkus zum Beispiel. Ja. Aber ganz anders. Ganz anders, kann man nicht vergleichen. Ja. Und das ist auch gut, das macht das auch interessant. Ja, ja. Gut. One more? Ja. Eine rote zum Abschluss? Ja, okay. Sind Sie der maskierte Markier, der auf Super RTL alle Zaubertricks verrät?
Nein. Du weißt, es gibt so eine Sendung, die läuft ja, wahrscheinlich genau. In Amerika, da wird alles verraten. Was glauben Sie selbst? Nein, das bin ich nicht. Ich weiß, wo er ist. Das ist Valentino, ist eine südamerikanische Magier. Und es ist schade, dass er das gemacht hatte. Aber was sagen die Kollegen da über ihn? Na, es hat natürlich, wir konnten darauf warten, dass jemand aufstehen sollte und sagt, okay, das funktioniert so, weil das sind keine Copyrights mehr auf die alten Nummern. Das sind aber alles alte Nummern, die sind nur alte Nummern, aber das hat uns auch inspiriert, um mit etwas Neues zu kommen. Ja. So, am Ende hat es auch inspiriert, aber es ist natürlich schlecht. Man sollte das nicht anschauen eigentlich. Ja. Es sollte immer eine Illusion bleiben. Ja. Ja. Ist er denn geächtet jetzt unter den Kollegen oder geächtet oder verachtet, dass sie ihn verachten? Hat er jetzt einen ermordet? Ja? Ja. Der wird umgebracht. Ja, haben wir gemacht letztes Jahr. Ich und David zusammen. Ja. Und wir haben gesagt, dass er nur verschwinden ist. Also, aber in Wirklichkeit. Ja, nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist ein Witz. No. Das wünsche ich kein Mensch zu. Ja. Aber es ist ja, ich glaube, er brauchte Geld oder etwas. Weil er ist nicht eine schlechte Magier. Mhm. Und so, dann verstehe ich gar nicht, warum er das gemacht hatte. Aber ich glaube, für Geld. Und dann macht man viel. Gut, Sie gehen aber auch für Geld auf Tournee. Und, ja, auch, ja, ich muss auch leben. Ja. Aber das ist unterhaltsam und genau. Da werden keine Tricks verraten. Nein, genau, stimmt. Und dabei viel Erfolg. Dankeschön, thank you.